Ja, unsere drei Fragen heute gehen an Joachim von Braun. Herr Professor von Braun ist Direktor am Institut für Entwicklungsforschung in Bonn. Und die erste Frage, die ich an Sie habe, ist: Was motiviert Sie, was treibt Sie an? Als Wissenschaftler interessiert mich, wie kann Wissenschaft Armut reduzieren helfen? Und das ist der Kern der Entwicklungsökonomie. Und dies tatsächlich nachhaltig hinzubekommen, Armutsreduzierung, nicht nur an den Symptomen kurieren, sondern Lösungen mit armen Ländern, armen Staaten und internationalen Partnern zu finden, finde ich enorm motivierend, denn es gibt beachtliche Fortschritte in dem Bereich und die sind alle ohne Wissenschaft überhaupt nicht denkbar. Die zweite Frage geht auf die Verantwortung der Wissenschaft. Welche Möglichkeiten sehen Sie, erneuerbare Energien zum Beispiel nicht nur zu erforschen, sondern auch der Öffentlichkeit näher zu bringen, mit ihr darüber zu kommunizieren? Ohne die Öffentlichkeit einzubeziehen, und zwar sehr früh in Innovationen, die die Wissenschaft und die Techniker produzieren, geht überhaupt nichts. Zumindest nicht in parlamentarischen Demokratien. Und Wissenschaft hat eine Bringschuld aus meiner Sicht. Die Medien haben eine Zuhörschuld. Beides zusammen ist erforderlich, um die Öffentlichkeit einzubeziehen. Ich finde, Wissenschaft muss sich immer auch wieder am Verständnis und dem geäußerten Unverständnis der Öffentlichkeit messen lassen. Wenn es Unverständnis gibt, dann bitte als erstes mal die Schuld bei sich selber suchen. Die letzte Frage: Die Welt kämpft gegen die Folgen des Klimawandels. Wo sehen Sie Ihren persönlichen Beitrag und den Beitrag Ihrer Forschung und Ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit? Die Welt kämpft noch nicht genug gegen den Klimawandel. Es gibt viele Kämpfer, aber noch keine kohärente Klimaanpassungs- und keine angemessene Greenhouse-Gas-Verhinderungsstrategie. An beiden Fronten, also der Anpassung und der Verhinderung der menschengemachten Klimafaktoren, muss meines Erachtens die Schlachtordnung neu aufgestellt werden nach Kopenhagen, nach dem gescheiterten Kopenhagen-Gipfel. Unseren eigenen Beitrag in dem Bereich sehe ich vor allem in der Förderung einer neuen industriellen Strategie der Bioökonomie, die einen effizienteren Umgang mit natürlichen Ressourcen verspricht, mit Biomasse, tatsächlich einen erheblichen Teil der fossilen Energie substituiert und gleichzeitig die Welternährung sichert, also unsere natürlichen Ressourcen in völlig neuer Weise nutzt, fördert und alles das mit Respekt für die Natur. Vielen Dank, Herr von Braun. Gerne.